Die Game Awards 2023 stehen bevor und die Spannung steigt. Wer wird das begehrte Game of the Year-Titel nach Hause holen? Die Nominierungen, darunter Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder und The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, wurden am 13. November bekannt gegeben. Die Verleihung am 7. Dezember wird live aus dem Peacock Theater in Los Angeles übertragen. Baldur's Gate 3 könnte der heimliche Favorit sein, da das Spiel bereits bei den Golden Joystick Awards mehrere Auszeichnungen gewann, darunter ultimatives Spiel des Jahres und bestes Storytelling. Die positive Resonanz der Spieler und beeindruckende Verkaufszahlen sprechen für den Erfolg des Spiels. Die Gewinner werden von einer Jury aus über 100 Experten entschieden, wobei auch Fanabstimmungen zu 10% berücksichtigt werden. Obwohl Baldur's Gate 3 als wahrscheinlicher Gewinner gilt, bleibt die endgültige Entscheidung abzuwarten. Mit mehr als 30 weiteren Kategorien gibt es noch viele andere mögliche Sieger. Die Gaming-Community kann die Verleihung auf Plattformen wie YouTube, Twitch oder X Live verfolgen und bald selbst für ihre Favoriten abstimmen.